So, T4 VW-Bus. 642.000 Kilometer. Und er schnurrt wie ein Kätzchen. Man sieht ihm zum Teil die 600.000 Kilometer an, zum Teil aber auch nicht. Wie zum Beispiel hier am Lenkrad. Es ist einfach ein bisschen abgegriffen. Es hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die Karre ist 99er Baujahr, 102 PS. Achso, hier die Sitzbezüge mit dem Original Cactus Style. Habe ich mal jetzt abgemacht. Ich wasche die nochmal alle, um auch die Originalsitze sozusagen zu zeigen. Genau, ich weiß gar nicht, Tornado Rot heißt glaube ich die Farbe. Der Wagen ist an sich gut in Schuss. 99er Baujahr, 102 PS, 2,5 Liter Turbodieselmaschine, langlebig. Neuer Motor ist reingekommen bei vor 200.000 Kilometern, also bei 440.000 ungefähr ist ein neuer Motor reingekommen. Wir haben hier schicke Leichtmetallfelgen auf allen Seiten. Langer Radstand, maximale Höhe von dem Modell, gut in Schuss. Lackiert wurde neu die Motorhaube, die Kotflügel wurden neu gemacht und die Windschutzscheibe wurde auch, die war angerissen vor ein paar Jahren, wurde rausgenommen, ich glaube vor 2 Jahren. Und dann auch in der Windschutzscheibenfassung wurde alles neu gemacht, also versiegelt, entrostet. Genau. Karre hat auch keinen Rost, ist alles gemacht worden. Unterboden ist mit Hammerit versiegelt, ich glaube das heißt so, ja. Radkästen, kann ich da mal reingucken, keinen Rost, nur ein bisschen Dreck. Genau. Reifen sind auch noch ganz in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt sind. Steht alles in der Beschreibung drinne. Genau, wir haben hier Küchenbereich. Ah, da gehe ich gleich nochmal rein. Genau, Aufstellfenster rechts und links an den Seiten. Hinten ein Aufstellfenster. Alle mit Verdunkelungsrollos und Fliegengitter. Von hinten Gepäckträger für 3 Fahrräder. Hinten hier die kleine Klappe kann man auch aufmachen. Also hier, das kann man aufmachen. Da kommt man dann ans WC zum Ausleeren. Genau. Nochmal hier von hinten. Schiebefenster hier an der Seite, das kann man aufschieben. Genau. Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber. Getriebe ist neu gemacht worden bei 500.000 Kilometern. Motor, wie gesagt, was gibt's noch? Anlasser wurde neu gemacht mit dem TÜV zusammen. Frühjahr 2020, vor einem Jahr. Ja, was haben wir noch? Genau, vom Schalthebel wurden die Schaltgestänge gerade neu gemacht. Bremsklötze vorne sind neu gemacht worden vor einem Jahr. Jetzt habe ich Ölfilter gewechselt, Ölwechsel gemacht. Dieselfilter liegt hier noch rum. Vielleicht schaffe ich das noch, den einzubauen. Sonst gebe ich den auch gerne mit. Ein bisschen Motoröl habe ich noch. 5W30 ist aktuell drin. Genau. Das hier eben die Original-Sitzbezüge in gutem Zustand. Auch die Kopflehnen haben alle den Cactus-Style. Das mache ich jetzt noch alles ab zum einmal sauber machen. Ja, würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Nochmal kurz hier von vorne. Radio ist jetzt drin mit, ich glaube, Bluetooth hat das, glaube ich, nicht. Nee, CD-Player. Hier mit AUX-Anschluss, USB-Kabel zum Laden. Sitzheizung haben wir mit, die hat auch ganz gute, ganz schöne Wärme. Hat die hier, ist eine Halterung für eine Handyhalterung, fürs Navigationsgerät. Ja. Kleiner Spiegel hier am Steuer. Ja. Genau, Sitzbank kann man dann noch ausklappen hier für ein Bett. Geht dann bis hier, warte. Dafür müssen die Sitze nach vorne. Dann geht das Bett bis hier. Ja, das ist Standheizung. Die läuft über Diesel.
Hier ist so ein Lüftungsschlitz noch. Der ist aber nicht von der Standheizung. Dann haben wir hier noch einen kleinen Tisch. Den kann man aufstellen. Da gibt es dann auch noch einen größeren Tisch für. Den kann man hier reinmachen. Zeige ich dann gleich noch. Oder sieht man dann auf Bildern. Wahrscheinlich mache ich das. Ja. Beifahrersitz und Fahrersitz sind beide umklappbar. Beziehungsweise drehbar. So dass man hier auch mit 4 Leuten sitzen kann in der Sitzgruppe. Tisch geht dann bis. Ja, der kommt hier in die Führungsschiene rein. Da hat man hier einen schönen Sitz. Kann man zu viert gut sitzen. Genau, Kopflehne habe ich abgemacht fürs Bett umbauen. Ja. Dann haben wir hier Schlafplatz oben. Habe ich jetzt, muss man hier aufmachen. Ich habe hier noch einen Spannungswandler. Der hängt hier noch so ein bisschen rum. Den hatte ich jetzt hier immer an der Kopflehne so ein bisschen rumgetaped, damit er nicht im Weg ist. Hier ist noch so eine Alu-Abdeckung für die Windschutzscheibe, wenn man da pennt. Kann man das ein bisschen blickdicht machen und auch isolieren. Hier ist dann eben Bett. Kann man hier einfach entspannt rausziehen. Und ja, mit 2 Leuten eigentlich pennen da oben. Habe jetzt keine genaue Breite. Findet man im Internet 1,40 oder so. Ja, vielleicht nicht ganz. Ist kuschelig, aber geht auf jeden Fall klar zu zweit. Genau. So kann man das dann wieder hochmachen, die ganze Geschichte. Und dann hat man auch eine angenehme Stehhöhe hier, wenn das Ganze eingeklappt ist. Ich bin 1,87 und hier sind noch ja, 20 cm Luft nach oben. Also 2 Meter und ein bisschen hat er hier auf jeden Fall Stehhöhe. Das kommt auch mal wieder hoch. So, hier haben wir dann eben Fliegengitter. Ja, hält nicht ganz. Verdunklungsrollo. Kann man dann so machen. Dann hält das, damit keine Viecher reinkommen. Hier ist, von denen habe ich auch noch 2 als Ersatz, glaube ich. Das war mal kaputt gegangen. Hier diese Clips. Ist auf der anderen Seite auch. Rollo und Fliegengitter. Hier, die kann man so aufmachen. Dann aufstellen. Schon hat man frische Luft. Genau, hier ist noch so eine Klettleiste. Da hatten wir mal einen Stoff zum Drankletten gemacht, damit man das hier noch ein bisschen abdunkeln kann. Da waren auch mal eine Führungsschiene für Vorhänge. So wie hier überall. Die Vorhänge, so hier das Fenster, kann man so ein Schiebefenster. Hier die Vorhänge kann man auch zumachen dann. Genau. So, dann kommen wir mal nach hinten. Hier sind noch Schubfächer, also mit so Hoch- und Runterschieberollo-Dingern. Dann haben wir hier noch eine Dachluke, auch mit Fliegengitter. Für ein bisschen frische Luft. Zack. Genau, hier noch eine Lampe, Stereo, Boxen. Ja. Genau, dann haben wir hier Kühlschrank, der ist leider defekt, also ohne Funktion. Kann man aber auch reparieren bzw. einen neuen einbauen. Kann man hier auf und abschrauben, die Geschichte. Hier hinten ist auch eine Schraube. Dann müsste man da eigentlich auch einen neuen Kühlschrank reinbauen können. Genau. Hier noch ein Waschbecken, leider ohne Wasserhahn. Den kriegt man aber auch günstig. Der ist irgendwie mal futsch gegangen. Dann haben wir hier noch eine Gaskocher, 2 Platten über Gasflamme. Genau, TÜV-Prüfung mit Gasprüfung war, ich glaube, April 2020, also jetzt vor einem Jahr. Mängel war auch nur Ölfeucht, Getriebe und Motor. Also kein Drama. Haben wir hier Schubfach für Besteck, noch ein paar Schräubchen und hier noch so ein bisschen Lack. Dann haben wir hier
kleinen Mülleimer, noch zwei Teller, ja, noch ein Stauraum unten. Achso, hier unten ist dann noch unter der Herdplatte, zeige ich gleich nochmal, hier ist Stauraum für die Fahrt. Wenn man die Sitzbänke dann nach vorne schiebt, kann man hier die Füße hinpacken. Darunter ist auch die Gasflasche und die Campingbatterie. Dann haben wir hier noch einen Spiegel, Kleiderhaken, großer Schrank hinten. Hier ist dann der Tisch in der Tür angehängt. Auch mit dem Cactus-Style, so ein bisschen 90er. Hier einfach Schließfach. Dann hier ein Riesenfach, da kann man dann auch noch Einlegebögen, Böden vielleicht aus Holz reinmachen. Dann hat man noch ein bisschen Unterteilung. Hier unten ist jetzt immer Warndreieck und Verbandskasten. Ist auch neu mit TÜV. Also hat noch ein bisschen Gültigkeit. Hier ist wieder ein Aufstellfenster mit Fliegengitter. Ja. Hier noch ein Schubfach. Mit Aufziehrolle, hier so eine Verkleidung noch. So. Genau, hier haben wir noch ein Waschbecken mit Wasserhahn, WC mit ein kleines Plumpsklo. Hier kann man auf und zu machen, spülen. Genau. So, hier ist dann noch die Luke von hinten. Kann ich dann nochmal aufmachen und zeigen. Genau, dann würde ich sagen, baue ich nochmal das Bett um. Hier die hintere Sitzreihe zum Bett, dann zeige ich euch das noch. Hier noch eine VW-Mappe mit Fahrzeugschein und ein bisschen TÜV-Bericht und alles. Da kann ich dann nochmal ein paar Sachen ausdrucken und dazulegen. So, was haben wir noch? Genau, dann klappe ich mal hinten die Bänke um. So, hier ist noch so ein Einsatz für das Schiebefenster. Hinten mit Mückengitter und ein bisschen Lufteinlass. Das kann man dann noch zwischenmachen und das so halb aufmachen. Für den Sommer hat man ein bisschen frische Luft. Und so sieht das Ganze dann hier aus. Das kann man runternehmen. Und dann hat man hier Batterie, Gasflasche. Sicherungskasten. Genau, und dann kann man das Ganze hier so machen. Das Ding hier hoch. Das aufstellen. Hier ist ein bisschen schädig mal geworden, das Polster. Vielleicht kriegt man das noch ein bisschen raus, muss ich mal versuchen. Genau. Und dann kann man die Bank umklappen. Kleinen Moment. So. Dann sieht das Ganze so aus. Hier die komplette Liegefläche. Dann sind die Füße unter dem Herd. Hier mit dem Kopfsitze müssen dafür nach vorne geschoben werden. Ja. So, und so sieht die ganze Sitzreihe dann hinten aus, umgeklappt. Kann noch die Kopfstützen ranmachen. Zwei Leute hier. Tisch. Und die umgedrehten Sitze. Das ist im Grunde genommen der T4 California exklusiv. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten schaut in die Beschreibung, da steht eigentlich alles nochmal drin. Genau, besten Dank. Hier nochmal kurz der Teppich im Boden. Da ist ein kleiner Eindrucksstelle. Aber an sich ist der Teppich auch noch gut in Schuss. Weil da immer die Matten drauf sind. Ne? Hier noch so eine Teppichauflage und dann noch darüber
Gummimatte gegen Feuchtigkeit. Genau, das wollte ich noch sagen. Und Luftfilter, Pollenfilter. War auch neu gemacht. Genau.